Was macht die Schleie so besonders? Ich denke, das ist halt für viele so einer der schönsten Fische bei uns hier, ne? Die Farbe, vielleicht auch diese roten Augen, die der Fisch hat, den gelben Bauch und alles, das ist halt so eine Kombination, das hat man hier sonst nicht. Ich finde ja richtig spannend, diese Form der Flossen, die sind so abgerundet, als ob dann Designer nochmal dran war und nachgefeilt hat. Der Fisch sieht halt von vorne bis hin einfach perfekt aus. Ne? Wie sieht ein Schleienblasenteppich aus? Im Durchschnitt so einen halben Meter ungefähr breit. Aha. Ne? Und dann hast du relativ feine Blasen da drin. Die Schleie, die gründelt mehr unten so drin rum und sucht sich so die Feinheiten raus. Ne? Mückenlarven, Schnecken und so weiter. Angebissen. Der RBB Angelpodcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Episode. Liebe Knurrhähne und Knurrhühner, wobei die gibt's gar nicht, glaube ich. Es ist wieder angebissen Zeit. Frieda sitzt bei mir. Hi. Hi Erik. Ja, wir sitzen an einem See in Brandenburg. Es ist so leicht bewölkt, Anfang August. Da hinten wird noch ein bisschen gebadet. Es ist genau, also immer noch Sommer. Die Ferien sind vorbei und wir erzählen euch jetzt in 2 Stunden unsere schönsten Ferienerlebnisse. Also, nein. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Wir haben uns wieder selbst eingeladen an eine wirklich schöne Stelle, aber die kann unser Gast gleich mal am besten selber verraten, wenn er es denn möchte. Und zwar sind wir bei Olli Weber, a.k.a. Schleinschreck. Yay! Ja. Schön, dass ihr heute wieder hier seid. Ne, hat ja schön geklappt, dass wir uns nochmal treffen dieses Jahr. Jo. Eigentlich die beste Zeit jetzt zum Schleienangeln. Wir sind an einem kleinen Parkgewässer hier in Brandenburg. Hab mir gedacht, wir machen mal was anderes als letztens. Letztens war mal so ein bisschen abgelegen gewesen. Heute sind wir mitten in der City, mehr oder minder. Letztens ist gut, bestimmt auch schon 1,5 Jahre her, oder? Im Mai, letztes Jahr Mai. Letztes Jahr Mai, Mitte ja. Mai, genau. Ja, fast. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, das war mit dem Tackle Nerd letztes Jahr im Juni. Könnt ihr nochmal nachgucken auf dem YouTube-Channel vom RBB. Da seht ihr Olli schon, weil da haben wir uns nämlich verabredet und gesagt, lief jetzt so mäßig, weil genau. Wer Schleinschreck heißt, der sollte eigentlich auch Schlein liefern. Ja. Und da gab es noch die Rubrik Mein Revier und ich. Jetzt haben wir aber gesagt, wir rollen den roten Teppich auf, machen die große Bühne auf, weil Oliver Weber aus Brandenburg hat es verdient, dass man sich auch ordentlich mit ihm unterhält. Genau. Und wollen natürlich als erstes mal so ein bisschen auf deine anglerische Biografie gucken. Wie bist du zum Angeln gekommen? Was machst du? Was macht dich aus? Und würde ich sagen, fangen wir auch genau damit an. Ich habe in deiner Biografie gelesen, auf deiner eigenen Seite, dass du mit 2 schon die erste Rute in der Hand hattest. Genau. Da kannst du dich wahrscheinlich persönlich nicht erinnern, aber so aus Erzählungen, oder? Ja, also so ungefähr 2,5 war ich gewesen. Da ging es los, zu Hause am Gartenteich. Mein Vater hat aus einem Stück Bambus was gebaut. Also da hat er sich was einfallen lassen und dann habe ich versucht, die Goldfische zu fangen. War nur kein Haken dran. Ne? Aber so ging es halt los. Ne? Auf dem Eimer gesetzt aus dem Garten und dann, wie man halt so angefangen hat, ne? Pose dran und konnte mich den ganzen Tag hinsetzen und mir war halt nicht langweilig. Das war ich cool. Hab meine Kinder dabei auch beobachtet im Urlaub, die genau das Gleiche getan haben und dachte dann, wieso ist es beim Angeln so, dass sie dann auf einmal ruhig sitzen können, sich konzentrieren können? Also es dauert jetzt ja auch nicht ewig, ja? Genau. Also nach einer halben Stunde ist auch wieder vorbei. Aber trotzdem, für den Moment finde ich super erstaunlich. Das ist, glaube ich, so diese Faszination, dass man sagt, du musst genau gucken, bis der Biss kommt. Deswegen sollte man mit dem Kind halt auch erstmal mit der Pose anfangen, ne? Nicht gleich Karpfenangeln oder so. Und dann guckt man gespannt drauf. Ne? Also ich glaube, jeder hat so angefangen. Selbst wenn man Erwachsener ist, dann denkt man so, jetzt geht's los, ein paar Blasen kommen. Jetzt bist du auf dem Eimer, angelst Goldfische. Wie hat sich das denn so ein bisschen weiterentwickelt? Weil du bist ja dieser klassische Allround-Angler, wie es immer so schön heißt. Genau. Also es war halt bei uns in der Ecke nicht so viel Wasser gewesen leider. Wir mussten immer ein Stück fahren. Hieß also immer eigentlich nur am Wochenende angeln. Was ist deine Ecke? Aus Neuenhagen komme ich hier ursprünglich. Wir hatten halt so ein Dorftümpelchen, da habe ich dann mehr oder minder angefangen, so bis ich 7, 8 war, dann waren die ersten Nachtangeltouren auch gewesen. Aber ja, man musste halt ein Stück fahren, um Fische zu fangen und dann hat man halt erstmal als Kind mit der Pose angefangen, ganz normal. Mais, Made, Wurm, Teig, Brassen, Plötzen, Rotfedern, was man halt so fängt. Und irgendwann dann, wo ich älter wurde, habe ich mir halt immer mehr Gedanken drüber gemacht, ne? Und als ich dann auch einen Führerschein hatte und so, dann, und man selber mal wohin fahren konnte, ja, da lief es dann natürlich noch ganz anders. Ne? Dann war man zeitlich flexibel gewesen und konnte dann machen, was man wollte. Ja. Aber so kam es halt, ne? Nach und nach. Und erstaunlicherweise hat es bei mir lange gedauert, bis ich die erste Schleie gefangen hatte. Hat wirklich lange gedauert. Ich glaube, die erste hatte ich mit 17 oder 18 gefangen. Aha. Aber dann ging es richtig los. Weil ich habe mir da vor die Jahre viele Gedanken gemacht drüber, was will der Fisch, was bevorzugt er in so einem Gewässer oder welches Gewässer passt auch. Ist ja nicht jedes Gewässer interessant für so einen Fisch. Kommt ja auch nicht überall vor. Ja, und dann, wenn man sich so ein paar
Grundnotizen im Kopf zurechtlegt und die abarbeitet, dann fängt man eigentlich auch recht gut Fische. Jetzt sind wir schon bei dem Objekt der Begierde. Da würde uns beide natürlich interessieren, Olli. Erstens, warum ausgerechnet die Schleie? Was fasziniert dich so an diesem Fisch? Und vorher noch gefragt, wie bist du zu dem Namen Schleienschreck gekommen? Tja, also was macht die Schleie so besonders? Ich denke, das ist halt für viele so einer der schönsten Fische bei uns hier. Ne? Mal von abgesehen, dass ein Hecht und ein Barsch und auch ein Wels auch sehr gut aussehen kann. Ne? Keine Frage. Aber diese Faszination, die Farbe, vielleicht auch diese roten Augen, die der Fisch hat, den gelben Bauch und alles, das ist halt so eine Kombination, das hat man hier sonst nicht. Ich finde ja richtig spannend, diese Form der Flossen, die sind so abgerundet, als ob dann Designer nochmal dran war und nachgefeilt Fisch, hat. Der Fisch sieht halt von vorne bis hin einfach perfekt aus. Ne? Ist so, er hat keine Kanten, er ist rund, er ist, man kann es nicht beschreiben. Also wenn man eine gefangen hat und die mal in den Händen gehalten hat, ist es, glaube ich, eine ganz andere Faszination, als wenn man es nur vom Foto kennt. Ja, wie kam ich zu dem Namen? Das war eigentlich ganz lustig gewesen. Ich hatte halt damals dann angefangen, halt richtig gezielt drauf zu angeln. Und dann hat mein Vater gesagt, du bist ja ein richtiger Schleienschreck. Und dann hab ich gesagt, ey, der Name ist doch gut. So war es dann halt. Ist ja wie mein Logo, das hat mein Vater auch gemalt. Das war das, das war das letzte Bild, was er noch so richtig gemalt hatte, bevor er dann erkrankt ist. Und deswegen ist es halt auch mein Logo von der Firma, ja. Cool, ja. Schöne Anekdote. Genau, ja. War dein Papa irgendwie Naturzeichner? Oder? Nee, gar nicht. Gar nicht? Also, also früher in der DDR hat man ja nicht so die Möglichkeiten gehabt, ne, halt groß rauszukommen. Der hat sich dann seinen eigenen Comics gemalt. Ne? Feuerstein-Comics zum Beispiel, da war er ein ganz großer Fan von, hat er selber gemalt dann, ja. Und also ich glaube, die gibt es zwar nicht mehr leider, aber die sahen cool aus. Die habe ich als Kind noch gesehen, ja. Not macht erfinderisch. Der Hammer, ja. Also habe ich leider nicht geerbt, das Talent. Ja, ja gut, ja. Aber die Akribie auf jeden Fall dann beim Angeln wenigstens. Auf jeden Fall, ja. Er hat auch gerne Schleie geangelt, Karpfen. Natürlich war es damals nicht so mit dem ganzen Tackle möglich wie heute. Ne? Wir haben natürlich weitaus bessere Möglichkeiten, um die Fische zu kriegen. Aber gut, früher haben die Leute auch gut geangelt. Und da kann man nicht sagen, die haben nichts gefangen, ne? Wir sind ja auch immer unterwegs, um euch zu treffen und ja quasi für alle anderen so einen Einblick zu geben in die Szene rein und natürlich auch so ein bisschen Wissen abzuzapfen und mal zu gucken, Mensch, wie machen die denn das, die da wirklich Ahnung haben? Ja. Und an der Stelle sind wir auch komplette Laien, weil Schleie, ich habe in meinem Leben keine einzige bisher gefangen. Ich bin auch noch Jungfrau, was das anbelangt. Aber nichtsdestotrotz, wenn du jetzt genau uns zweien sagen müsstest, wir wollen da jetzt mal losgehen, was ist wichtig? Also lass uns mal vielleicht fangen wir gar nicht beim Tackle an, sondern wenn ich jetzt eben mir Gedanken mache über das Gewässer, was sind so Grundvoraussetzungen dafür? Naja gut, da muss man natürlich gucken, ist natürlich auch Bundesland ein bisschen abhängig. Sagen wir Berlin und Brandenburg. Okay. Also wir haben natürlich den Vorteil, wir haben viele schöne Naturseen hier in unserer Ecke, ne? Mit, ich sage mal, mitteltiefem Wasser. Ich sage mal, zwischen 1 Meter und 4-5 Meter. Ne? So eine Gewässer haben wir halt ganz viel hier. Dann guckt man sich so ein bisschen die Struktur an. Ist der Boden weich? Ist er hart? Das kann man ganz gut mit einer Wurfrute zum Beispiel machen. Ne? Oder auch beim Jig-Angeln macht sich das gut. Ne? Wenn man mal im Herbst Location macht am Wasser, dann kann man mal ein bisschen gucken. Und dann guckt man, ist Kraut drin? Sind Seerosen drin? Ist Schilf drin? Und dann, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, das ist auch ein Tipp, den ich immer den Leuten gebe, einfach mal einen kleinen Eimer nehmen, ein bisschen Futter nehmen, an so einen See fahren, sich mal 2-3 Stunden Zeit nehmen, ohne Angel, ohne alles, einfach nur an jede Stelle so 1-2 Bällchen reinwerfen und einfach mal immer ein bisschen hin und her laufen und gucken. Und die Blasen verraten oft schon ein bisschen so, was da los ist. Ne? Man sieht, man erkennt ein bisschen die Unterschiede. An den Blasen? An den Blasen, durchaus kannst du es erkennen. An der Größe der Blasenteppiche siehst du das auch ein bisschen. Wie sieht ein Schleienblasenteppich aus? Also ich sag mal, im Durchschnitt so einen halben Meter ungefähr breit. Aha. Ne? Und dann hast du relativ feine Blasen da drin. Der Karpfen macht eher grobe Blasen, weil der halt richtig ansaugt. Ne? Und dadurch wälzt er halt richtig den Grund um. Die Schleie, die gründelt mehr unten so drin rum und sucht sich so die Feinheiten raus. Ne? Mückenlarven, Schnecken und so weiter. Und die Standardfische, wie zum Beispiel Plötzen, Brassen oder eben auch ganz begehrt immer Güstern, die ja sehr viel und häufig bei uns vorkommen. Ja. Also die schießen halt so ein bisschen über den Grund, wirbeln den auf und picken sich dann auch das raus. Die Brasse natürlich auch, die gründelt. Ne? Aber die Blasen sehen ein bisschen vereinzelter aus. Also da hast du halt nicht so einen richtigen Teppich, sondern hast du immer mal so 3, 4, 5 Blasen, die dann hochkommen. Ja, also man sieht schon ein bisschen Unterschiede, wenn man hinguckt. Cool. Also das erste schon mal gelernt. Ja? Sehr gut. Ja. Okay, gehen wir mal zum Tackle über. Mhm. Ich weiß, du hast, glaube ich, viele Routen heute dabei für uns. Wir wollen natürlich ja noch zusammen angeln. Das hört ihr dann in der nächsten Episode. Ich habe mir meine Stippe mitgebracht, weil ich da nämlich auch noch in deinem Video gesehen habe, dass du das schon auch einfach häufig mit der Stippe machst. Genau, genau. Die Stippe halt hat den Vorteil, dass man sehr fein angeln kann und sehr leise. Du kannst halt sehr leise auswerfen, ne? Das verscheucht halt nicht viel am Wasser.
im Vergleich zur Wurfrute oder einem Futterkorb ist es natürlich weitaus geruchsreduzierter. Und du kannst halt auch mit dünneren Vorfächern und Hauptschnüren arbeiten, ist halt der Vorteil. Weil die Stippe halt sehr viel abfedern kann. Muss man natürlich auch ein bisschen gucken, was man nimmt. Nicht jeder Stippe eignet sich dafür. Aber da gibt es auch keine Faustformel. Jeder angelt halt anders. Ne? Du nennst dann immer als Köder so Mais, Madewurm, Teig. Was ist dann aber jetzt am Ende das, wo du sagst, also darauf kann ich mich echt verlassen bei der Schleie? Also Teig ist schon sehr gut. Die mögen halt wirklich Teig, egal in welcher Kombination, ob es jetzt mit Brot ist oder halt auch Nudelteig kann man auch machen. Ne, da gibt es verschiedene Rezepte. Aber auch Maismade zum Beispiel. Also Maismade ist bei mir ein Köder, der eigentlich von Frühjahr bis Herbst immer funktioniert. Also kombiniert. Kombiniert. Ja. Ich wollte gerade nachfragen. Ich habe gelernt, ich war mit meinem großen Frederik im Angelcamp. Mhm. Liebe Grüße nach Rathenow und an den Anglerverband bzw. Anglerverein Bukusee. Und die haben mir verraten, beim Fiedern auf Friedfische kommt es immer darauf an, dass du zuerst auf den kleinen Haken ein Maiskorn raufziehst für den Geschmack, dass du so einen Körper hast und dann drei Maden raufziehst und die sorgen für die Bewegung. Und die an der Spitze denn? Genau. Und das lockt den Friedfisch besonders an. Und ich mach's genau andersrum. Du machst es genau andersrum. Deswegen frage ich nämlich. Genau, weil das Maiskorn fällt halt mal schnell ab. So, und ich mach's dann nur vorne quer einmal rauf, dann bremst es halt die Mahnen, die können nicht nach vorne rutschen. Und die Mahnen sind halt am Schenkel und verdecken den dann halt. Ne? Aber ob man es nur so macht oder so, ich glaube, das ist dann ein bisschen Aberglaube. aber das gehört ja dazu. Also ich denke, da geht's halt eher viel mehr gar nicht mal, ja, die Bewegung vielleicht auch, ne? Aber das Aroma und die Proteine sind entscheidender, denke ich, bei der ganzen Sache. Eine Made hat halt Eiweiß pur, Mais ist süß, Farbe ist interessant, Weiß und Gelb kombiniert. Also ich denke, das ist eher die Kombination. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, Mensch, wieso kennt der Mann sich da so gut aus? Olli Schleinschreck, das kannst du vielleicht auflösen, weil es gibt auch von dir entworfenes, entwickeltes Futter. Du hast eine eigene Reihe, so nenne ich es mal, ein eigenes Produkt. Wie bist denn du darauf gekommen? Gab es im Prinzip nicht irgendwie was im Laden, was deinen hohen Qualitätsansprüchen entsprochen hat? Also ich habe es halt damals leider wirklich mal erlebt, dass ich ein Futter gekauft hatte. Auch ein gutes Futter, womit ich auch gut gefangen hatte. Aber ich habe mich, da war was drin gewesen, womit ich mir die Hand verletzt hatte. Oh, ouch. Ja, da war ein Stück Glas drin gewesen. Das kann passieren, da will ich auch keinen irgendwas sagen und ich will auch niemanden schlecht reden oder sowas. Das ist halt Produktion, keine Frage. Und ich will auch nicht ausnehmen, dass mir es nicht auch mal passieren könnte. Ne? Aber ich habe halt gesagt, diese ganzen Futtersorten sind halt sehr fein. Man hat keine Struktur drin. Es ist immer irgendwie gleich. Ne? Egal, was man sich so anguckt von den Firmen. Und das hat mich jetzt nicht so letztendlich überzeugt. Und ich habe mir dann halt wirklich Gedanken gemacht, nach und nach, für was für einen Fisch ich was anbieten kann. Natürlich fängst du mit jedem Futter alles. Das ist natürlich auch ganz klar, weil jeden Fisch lockt es an. Lockt auch einen Raubfisch an am Ende. Keine Frage. Aber ich wollte halt was machen, was es so nicht gibt. Und die Futtersorten, was ich so habe, habe ich auch noch nicht so irgendwo entdeckt in der Konstellation. Ja, das stimmt. Das ist zum Beispiel Frutti di Mare, irgendein Schokotraum habe ich gesehen. Genau. Frutti di Mare war, glaube ich, letztes Mal geangelt, wenn ich mich nicht irre. Im zeitigen, also früher war es ja gewesen. Kann gut sein, ja. Aber alles in allem sind es halt Sorten, auch mit den Inhaltsstoffen, das würde keine große Firma produzieren. Mich interessiert jetzt aber mal, nimm uns mal in deine Hexenküche mit, sage ich mal. Also wie entsteht sowas? Wirklich von Anfang an, wie überlegst du das? Wie mischst du das zusammen? Kann man das selber auch probieren? Macht man das auch? Also vom Prinzip her könnte man das durchaus essen. Ne, nicht alles unbedingt, also sind halt auch teilweise Fischmehle oder Blutmehle enthalten, so das würde ich jetzt nicht so unbedingt essen. Aber es sind halt keine künstlichen Farbstoffe oder sowas drin. Das ist mir halt persönlich wichtig, dass das Futter halt wirklich so auch ist, wie es denn, ich sag mal, die Rohstoffe hergeben. Ne, das fällt halt auch mal heller aus und auch mal ein bisschen dunkler, je nachdem, wie es halt ist. Aber ja, man hat halt so Ideen im Kopf, ne? Und das sind halt manchmal so die skurrilsten Plätze, wo eben sowas dann in Sinn kommt. Also das ist manchmal wirklich, sag ich sag mal, wenn man auf der Toilette sitzt, mit dem Handy ein bisschen rumspielt, dann denkt man sich so, das könnte man reinmachen, ne? Oder so eine Sache, das ist halt wirklich ganz skurril. Oder auch beim Autofahren manchmal, ne? Dann gehen mir Ideen durch den Kopf. Und dann überlegst du, ja, könnte passen. Ne? Und so ein Futter anzumischen, bringst du dir das selber bei? Hast du das gelernt? Weil ich glaube nicht, dass man das einfach erstmal so komplett außer Lamellen kann. Du meinst jetzt die Zusammensetzung oder wenn man es anrührt mit Wasser jetzt? Beides. Nee, nicht das Anrühren. In der Produktion, meint Erik. In der Produktion, genau. Also am Anfang war es natürlich auch schwer gewesen, ne? Wenn man erstmal anfängt mit sowas und immer nur ein fertiges Futter geangelt hat. Da musst du erstmal die Konsistenzen rausfinden, ne? In welchem Mischverhältnis muss man was zusammenbringen. Wenn man das aber weiß, wie die Zutaten funktionieren und arbeiten, geht es relativ zügig. Weil dann weiß man, okay, man muss jetzt, ich sag mal, so und so viel Prozent von einem Maismehl nehmen und so viel Prozent von einem Biskuit, sodass es dann am Ende passt und dann die Additive dazu. Also das geht dann schon, ja.
Aber es dauert ein bisschen. Aber das kann man auch selber lernen. Also das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie sich eine Wissenschaft draus machen muss. Hat so ein bisschen was von Kochen, oder? So ein bisschen schon, ja. Klar, du hast halt ein Rezept, was du dir ausdenkst, dann kochst du es und entweder ist es gut oder nicht. Also ich habe auch schon ganz oft gehabt, dass ich dann am Wasser war, ich habe es getestet und dann habe ich gesagt, nee, haut gar nicht hin. Ne? Und dann bist du halt das nächste Mal unten und überlegst dir dann, wie kannst du es besser machen, nimmst ein bisschen was weg und gibst was anderes dazu und irgendwann passt es dann von der Sache her, ja. Ich gebe zu, ich wollte ein bisschen aufs Kochen auch hinaus an dieser Stelle, denn deine Frau ist Köchin, beziehungsweise die ist YouTube-Köchin. Ich kann mich, also irgendwie sowas ähnliches oder macht Rezepte. Genau. Wir haben uns vor anderthalb Jahren schon mal darüber unterhalten. Magst du es vielleicht kurz erzählen? Das fand ich sehr spannend. Die hat es gemacht, sie schafft es jetzt momentan nicht, weil sie halt eine Ausbildung macht. Ne? Da ist die Zeit nicht so da, aber sie kocht halt sehr gerne. Sie ist halt aus Marokko und hat sehr leckere Gerichte, die sie da dann auch gezeigt hat. Aber jetzt kocht sie gerade nur für mich. Auch schön. Ja, ist, bin ich auch nicht traurig. Gibt es auch Fisch? Ja, doch. Also die Marokkaner essen viel Fisch. Natürlich mehr aus der Meeresfisch. Ne? Meeresfisch halt aus dem See, aus der See. Aber ja, also ist auf jeden Fall lecker. Egal, was es da gibt. Nicht, dass ihr euch wundert, vielleicht manchmal ein Flugzeug drüber fliegt. Wir sind so ein bisschen im Einfluss, wie sagt man, Einflussgebiet des BER. Es lohnt sich aber auf jeden Fall auch, diesen Podcast immer wieder anzuschauen über rbb-online.de/angebissen oder den rbb-YouTube-Kanal. Denn die Aussicht hier an unserem See ist wunderschön. Vögel fliegen tief, Insekten sind unterwegs, Mücken vor allem. Ja, deswegen klatscht es vielleicht manchmal so ein bisschen dumpf. Und ich sitze ja genau mit dem Blick auf den See. Ich sehe auch schon dauernd Blasenteppiche. Das sehe ich leider nicht. Und ich sehe ab und zu auch mal Ringe. Also hier sind Fische aktiv, da freue ich mich dann schon. Könnt ihr in der nächsten Episode sehen und hören. Was mir heute sehr gut gefällt, ist, dass der See eingetrübt ist durch den Regen, der gestern war. Ah. Der ist normalerweise also relativ perfekt. Klar. Und da sind wir genau beim Thema, was nämlich Olli auch ganz wichtig ist. Naturerlebnis. Das habe ich das Gefühl, das steht bei dir noch über dem Fangerfolg, oder? Auf jeden Fall, ja. Na, guck mal, das ist so, wenn man, ich sag mal, jeder kennt es wahrscheinlich, stressige Woche auf Arbeit, man hat viel gemacht, man hat viel getan, man ist viel rumgerannt, kommst du dann am Wochenende nach Hause oder Freitagabend, sagst, hey, ich will ein bisschen ans Wasser gehen, dann fährst du natürlich oder versuchst da irgendwo hinzufahren, na klar, wo du vielleicht einen schönen Fisch fängst, aber du willst auch ein bisschen entspannen. Und das ist halt auch, ich mache ja auch so ein bisschen Angeltouren, so ein bisschen geführte Angeltouren. Den Leuten geht es natürlich auch darum, dass sie einen Fisch fangen, das versucht man immer. Aber es geht auch darum, dass sie ein bisschen entspannen können. Ne? Und dann, dass man ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen dusselig redet, ein bisschen quatscht halt, ein bisschen schnackt. Und das ist halt auch immer eine schöne Sache, denn wenn man am Wasser ist einfach, ja, hier hört man ja so ein bisschen die Vögel und alles im Hintergrund. Ne? Wir haben uns natürlich noch mal ein bisschen angeguckt, was du so getrieben hast in der letzten Zeit, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Jetzt war Pandemie, zum Angeln eine super Zeit, aber ich habe das Gefühl, du hast was völlig anderes für dich entdeckt. Oder war das schon immer da? Go-Kart fahren? Ach, das mache ich schon lange. Ah, okay. Ja. Ich sehe das und denke so, okay, er fährt anscheinend auch Rennen. Genau. Ist mir vorher nie aufgefallen. Ja. Also würde man mir jetzt nicht so ansehen unbedingt. Sehe nicht aus wie der klassische Rennsportler. Ne? Bin groß, bin breit. Aber alles in allem mache ich das schon wirklich seit 2010. Ne? Ach, richtig krass. In einem Verein drin. Ist auch der älteste, älteste Verein in Berlin-Brandenburg, in dem ich da fahre. Darfst du ihn nennen? Ja, ist der Kartworld Racing e.V. ist das. Ja. Ah, ja. Gegründet damals in Spandau. Ja, und da fahre ich halt jetzt schon seit 2010. Bin Sportwart aktuell dort. Und wir fahren halt immer so 15 Rennen pro Saison. Richtig um eine Meisterschaft. Und das ist halt schon ganz cool. Und dein Kampfname, der rasende Schleinschreck? Oder? Nee, den gibt's nicht. Nee. Der Reifenschreck. Mit Gewicht ist das immer das Problem, die Reifen nicht zu nah dran zu nehmen. Aber ansonsten, also ist halt, wir machen es halt freizeitmäßig. Wir sind kein Profi-Fein oder so. Wir sind halt als Freizeitsportler, aber es macht halt trotzdem extrem Spaß. Ne? Und über die Jahre lernt man viel dazu. Man lernt viele Leute kennen, man tauscht sich aus. Sind halt als Rennsport begeistert. Ist wie beim Angeln halt. Ne? Nur mit ein paar Leuten. Und dass man halt beim Rennsport, finde ich halt sehr genial, man ist nur für sich da drin. Ne? Man hat nur den Gegner vor sich oder vielleicht hinter sich und man muss selber in dem Moment agieren. Aber das ist ja eigentlich das Gegenteil vom Angeln. Angeln ist komplett ja das Gegenteil. Entschleunigung und Go-Kart-Sport ist ja mehr richtig. Beschleunigung. Es aber trotzdem, pures Adrenalin, ja. Aber trotzdem findest du da drin wahrscheinlich auch Entspannung, ne? Naja, wenn man ein schlechtes Rennen hat und irgendwo hinten fährt, dann schon. Ja, das ist sehr entspannt. Wenn man natürlich vorne fährt und gejagt wird, ist es schon ganz schön anstrengend, ne? Eine halbe Stunde dann am Stück durchzufahren. Aber alles in allem ist es so ein, also ich spiele auch gern Dart, ne? So ist auch nicht das, also ich habe noch mehrere Interessen, so ist es nicht. Aber man hat halt so einen gewissen Ausgleich, der schon ganz cool ist, ja. Ein Mann mit vielen Talenten auf jeden Fall. Aber kennt er sich eigentlich auch aus in der Fischwelt?
in Deutschland, in Berlin und Brandenburg, also kurz bei einheimischen Fischen. Denn es ist an dieser Stelle wieder Zeit für Fische raten. Genau, unser Spiel, wie es funktioniert, erklären wir natürlich auch nochmal. Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. Fische raten. Du, lieber Gast, trittst gemeinsam mit Frieda gegen Erik an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barsch-Familie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten? Tja, Olli, sag mal. Was denkst du, wie viele Fragen brauchst du? 9 bis 10. Okay. Vielleicht. Also das, ich finde das ehrlich gesagt ganz gut mit 9 bis 10, weil man muss dazu sagen, der Rekord liegt aktuell immer noch bei 4 aufgestellt von, bei 3. Entschuldigung, bei 4. Haki hätte fast in 3 Fragen. Genau, aber er ist bei 4 aufgestellt von Happy, also beziehungsweise haben mehrere Leute mittlerweile geschafft. Mhm. Aber das Gute ist ja, du lässt dir Puffer. Und wenn du mehr als 4 brauchst, hast du mehr als 4. Genau. Aber wenn du nur 4 brauchst, kannst du ja dann auch, beziehungsweise 9 bis 10, nach 9 bis 10 heißt, Erik hat sich einen Fisch ausgedacht, wir beide raten ja zusammen, okay. Abwechselnd dürfen wir Fragen stellen. Du beginnst, 9 bis 10 Fragen, 9 oder 10, was wollen wir nehmen? Nein, nehmen wir 10. Nehmen wir 10, okay. 10 angesagt, 3 gelöst. Genau, du kannst dir eine von diesen 16 Fragen, also ne, kannst aus diesen Fragen aussuchen, wenn du selber was hast, wo du sagst, das steht hier nicht drauf, fände ich aber gut, um auf die Lösung zu kommen, immer rein damit. Achso, okay. Und du musst nicht chronologisch sein, ne? Wie Erik also gerade gesagt hat. Also es kann durcheinander sein. Such dir eine aus, mit der du anfangen möchtest. Alles klar. Und merken unbedingt, was Erik antwortet, habe ich mir jetzt über die Jahre angeeignet. Also ich fange an mit der Frage, ja? Genau. Ja. So, dann fangen wir erstmal an. Gibt es ein Mindestmaß, ein Fanglimit oder eine Schonzeit für dich? Ja, in Schleswig-Holstein bei 30 Zentimetern. Es gibt aber eben keine Schonzeit und auch sonst nichts. Es gibt nur ein Mindestmaß von 30 Zentimetern in Schleswig-Holstein. Okay, ich habe gerade wirklich überlegt, wo liegt denn jetzt nochmal Schleswig-Holstein? Bin ich ganz ehrlich? Ja, ich weiß, Schleswig-Holstein hat Nord- und Ostsee. Ich habe gerade überlegt. Genau. 30 Zentimeter, es gibt kein Fanglimit. Da denke ich mal, das kann nur Salzwasser sein. Die Frage können wir uns sparen und es wird ein Raubfisch sein, wa? Der im Meer lebt. Kennst du Friedfische im Salzwasser? Warum? Aber wie kommst du denn jetzt unbedingt auf Salzwasser? Warum denn Schleswig-Holstein? Warum denn nicht Berlin-Brandenburg? Na, aber jedes Bundesland hat eine andere. Dann müsste Erik aber in Berlin-Brandenburg die Mindestmaße oder schon. Gut, das weiß Olli nicht, aber das hätte ich getan, ja. Das hätte er getan. Wenn es das in Berlin und Brandenburg gäbe, hätte ich das angesagt. Also ist es nur ein Fisch, der da dann. Ein einheimischer Fisch, wenn es dort eben ein Mindestmaß von 30 Zentimeter gibt. Mhm. Ich überlege bloß, weil das muss, ich spekuliere jetzt ein bisschen, muss ein Salzwasserfisch sein, muss wahrscheinlich ein Raubfisch sein. Wenn ich so ein bisschen überlege, was fällt mir im Meer ein? Durchschnittliche Größe und oder Gewicht hätte ich gerne. Ja, also lustigerweise ist die durchschnittliche Größe bei 30 Zentimetern und 500 Gramm. Maximal 60 Zentimeter und 3,4 Kilo. Wobei dieses Gewicht wirklich schon extrem ist. Wenn man sich überlegt, dass bei 30 Zentimeter ungefähr im Schnitt bei 500 Gramm ist, weil das Doppelte aber das Sechsfache an Gewicht hat, ist schon relativ heftig. Deswegen bitte bei den Maximalsachen immer vorsichtig sein. Schnitt 30 Zentimeter, 500 Gramm. Hm. Ich hätte jetzt eine Frage, die jetzt hier nicht um den Tausch steht. Na klar, auf jeden Fall. Bist du ein Fisch, darf man so sagen, bist du ein Fisch, den man gerne mit der Watthose beangelt im Wasser? Nee. Nee, okay. Sonst hätte ich nämlich gesagt, dass es Meerforelle vielleicht ist, ne? Ja, oder sowas in der Art. Oder Wolfsbarsch oder sowas, ne? Hm. Wir machen es mal ganz einfach. Was hat denn eine bestimmte Farbe bei dir? Augenflossen oder der Körper? Dass wir da mal hinkommen. Endlich sind wir mal da. Das ist die dritte Frage. Also. Nee, die vierte. Genau, vierte Frage. Der Körper ist in der oberen Körperhälfte türkismetallisch bis stahlblau. Die untere Körperhälfte ist silbrig. Die Bauchseite weißlich und über den Seitenlinien verlaufen Richtung Rücken zahlreiche dunkle vertikale Streifen, welche in der Regel eine wellenförmige Struktur zeigen. Hm. Ja, ich würde noch eine stellen, ich glaube, dann haben wir es. Na, welche denn? Ich wüsste es schon.
gibt es dich eher geräuchert, gebraten oder eingelegt? Ja, ja, alles. Ja, genau. Aber ich glaube, am meisten gibt es dich geräuchert in Deutschland, oder? Ja. So mal mit Pfeffer und mal nur mit Zwiebeln, genau, und so weiter und so fort. Ich verbinde das trotzdem mal unter einer Frage, weil wir wären dann nämlich auch bei 4. Olli, du darfst lösen, weil, oder wollen wir uns vorher noch abstimmen? Weil, aber ich glaube, wir sind beide. Genau, also erst wenn ihr sagt, wir lösen und dann sagt ihr es, also ihr könnt den Namen von mir aus. Also, ne? Beginnt mit M, der Fisch, und hört mit Akrele auf. Richtig, ja. Ja, gut, dann sag du mal die Lösung. Das ist die Makrele. Ja, natürlich. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Also da, zum Hintergrund, die Makrele scheint in die Ostsee gewandert zu sein. Genau. Es gibt nämlich Bilder vom Team Boddenangeln. Mhm. Und es ist jetzt nicht so normal, dass man vor Rügen Makrelen angelt. Also ich weiß es nicht, aber haben zumindest die Jungs vom Team Boddenangeln gesagt. Vor Rügen wahrscheinlich, genau. Aber ich kenne ab und zu auch Fänge vor Warnemünde. Okay. Wenn du da auf die Ostsee fährst und Wismarsche Bucht habe ich auch schon gehört in der Ostsee und Kielerförde auch, aber vielleicht ist sie eigentlich jetzt langsam auf extrem. Den Weg Richtung Ostsee. Es ist extrem, Osten. Also es ist wirklich so, ich habe es jetzt auch schon gesehen gehabt, auch mein Chef, der war jetzt auch oben gewesen in Langeland, so viel Makrelen wie noch nie und richtig große Makrelen, also wirklich richtig gute. Hat halt natürlich auch was mit dem Wind zu tun, dass der Salzgehalt passt, ne? Dass die Fische halt ziehen. Ne? Das ist halt auch schon mal geangelt auf Makrelen? Leider nicht, aber würde mich mal interessieren, ja. Also Heringe, Hornecht und so weiter, klar. Habe ich diesen Sommer gemacht in Norwegen, gut, da ist es normaler als bei uns, aber fetzt. Also es ist einfach wirklich so ein kleiner Salzwasser-Torpedo. Ja, ja, natürlich. Okay, muss man machen. Also Makrele ist ein unfassbar leckerer Fisch. Mhm. Also falls ihr auch mal Lust habt, Makrelen zu angeln, dann jetzt nochmal hoch, würde ich sagen. Ab an die Ostsee, ab nach Rügen. Im Moment geht's noch, wenn ihr es jetzt so in den nächsten paar Wochen macht. Irgendwann ziehen die bestimmt wieder raus. Stimmt, wenn das Wetter wieder umschlägt dann und der Wind nicht mehr passt. So, wir ziehen aber was ganz anderes raus in der nächsten Episode. Schleien, ich bin heiß. Ich habe mir gerade irgendein Slogan überlegt, aber statt Schleie statt Haie oder sowas, aber ich sage auch einfach, ey, ich habe jetzt wirklich Lust, dass wir es mal schaffen, diesen Fisch zu überlisten, mal einen Premierenfisch zu haben. Wenn dann bitte mit Oliver Weber aka dem Schleienschreck. Also es passt heute einfach alles. Ich schaue nochmal auf den See, der sieht sehr gut aus. Alle Indikatoren stimmen heute, das Wetter stimmt. Hoffentlich versauen wir es nicht, Erik. Nein. Olli, erstmal an dieser Stelle bis hierhin. Gerne. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sein dürfen und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Angebissen, der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.